jetzt mit dem Affentheater. Hey, diese Biene ist in Wahrheit Queen Bee. Das kam jetzt ganz schön unerwartet. Ich bin es. Es ist Zeit, dass ihr euch vor der einzig wahren Bienenkönigin verneigt. Denkt ihr wirklich, Königin Sabinia hat's voll drauf? Dann gucken wir uns doch mal ihre Insektagramm-Seite an. Bisschen viel Filter drüber, Süße. Und viel zu viel bearbeitet. Eine Sekunde mal. Heißt das, du klaust die ganzen Bienen nur aus Eifersucht? Nein, die sind nur ein kleines Extra. Was ich eigentlich will, sind ihre Königinnen zu fangen. Dann haben ihre Völker keine andere Wahl mehr, als mir zu folgen. Nicht mehr lang und mir gehört die wertvollste Ressource der Welt ganz allein. Ja! Da habe ich eine Überraschung. Du bist die einzige Biene, mit der ich mich gern anlege. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Die Königin verfügt über eine brandneue Kutsche. Nacht haben meine fleißigen Arbeitsbienen im Untergrund geschuftet, um die ultimative Bienenmaschine zu bauen. Richtig gehört, Untergrundbienen. Ihr süßen kleinen Dinger, kommt zu eurer neuen Königin. Oh nein, nein. Ben, sie kontrolliert die Bienen mit ihrem Armband. Oh, gefällt dir mein Designerbienenarmband? Frag gar nicht erst, woher ich es habe. Du kannst es dir eh nicht leisten. Wir sollten verduften. Die Biene ist echt groß. Man muss sich auch mal eingestehen, dass man nichts machen kann. Ben, du bist ein 5 Meter großer Dinosaurier. Du musst doch vor gar nichts Angst haben. Ja, ist ja gut. Diese blöden Bienen. Das sind meine Bienenbürschchen. Stell dich mir nicht in den Weg. Das war fast beeindruckend. Wenigstens habe ich noch dich, Königin Sabinia. Geh zu den anderen Heulsusen, Süßer. Die Bühne gehört jetzt mir, der neuen Primadonna. Und jetzt zu dir. Dachtest du wirklich, du könntest mir die Show stehlen? Was bildest du dir ein? Meine Augenbrauen sind genau richtig so. Ich habe genug von dir gehört. Gib auf und verfolge dich vor der neuen Königin aller Bienenköniginnen! Ist nicht gerade förderlich für meine Angst vor Bienen. Schnucki, davor musst du doch keine Angst haben. Es ist doch nicht mehr als ein klitzekleiner Stich! Ein Honigstrahl, tut mir leid, da habe ich gerade keinen Appetit drauf. Für Rotznasen wie dich habe ich keine Zeit. Ich bringe das jetzt ein für alle Mal zu Ende. Mal sehen, wie du das findest. Nicht schon wieder. Ben! Und tschüss. Genieß den letzten Tropfen Honig, den ihr Menschen je wieder zu Gesicht bekommt. Oh, nein, 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 nein! Eine Welt ohne Bienen? Ich weiß nicht, ob ich so überhaupt leben kann. Wer braucht die schon? Eine Welt, in der man nicht gestochen wird, klingt doch super. Denke gefälligst nicht immer nur an dich. Du bist ein Held und darfst dich nicht von deiner Angst leiten lassen. Bienen sind sehr wichtig für uns. Sie bestäuben Blumen, Obst, Nüsse. Na und, das mag ich alles sowieso nicht. Ohne Bienen gäbe es fast keine Lebensmittel. Also gäbe es ohne Bienen auch keine Hamburger und natürlich auch keine Pizza und auch keine Hotdogs mehr. Oh nein, das sind meine drei Lieblingsessen. Niemand außer meinem Magen wagt es, sich mit Hotdogs anzulegen. Könnte ich mir vielleicht ein bisschen Honig abstreichen? Nur für den Fall, dass du verlierst und es nie wieder einen Tropfen Honig gibt. Ich bin gerade echt beschäftigt. Nur einen Löffel. Ah, wunderbar. Das Wichtigste ist, um die Bienen zurückzubekommen, brauchen wir Queen Bees Armband.